Oh Mann, Mia hat's echt übel erwischt. Die liegt wohl mit einer Erkältung flach für die nächsten 1, 2, 3 Wochen. Aber Sarah, danke, dass du dich hier vorne hingesetzt hast. Dann bin ich nicht alleine. Ja, kein Problem. Moritz da hinten, mein Sitznachbar, ist auch krank. Ich wollte nicht allein sitzen. Ja, Julian, vielen Dank, vielen Dank. Ich dachte, ich als dein bester Freund darf mal neben dir sitzen. Aber nein, ich werde anscheinend durch Sarah ersetzt. Steve, heißt das etwa, du möchtest nicht neben mir sitzen? Doch, meine Zuckerblume Ines, natürlich sitze ich gerne neben dir, so meinte ich das nicht. Julian ist nur... Ich höre schon auf. So, liebe Kinder, guten Morgen. Ja, ja, ich weiß natürlich, ich bin nicht euer Lehrer, aber ich habe was anzukündigen und hier vorne... Normalerweise sitzt doch Mia hier. Julian? Ja, also nicht direkt schimpfen. Mia ist krank und da dachten wir uns, dass Sarah vielleicht hier vorne sitzen kann, weil ihr Sitznachbar auch krank ist. Ich wollte keinen Ärger machen, Herr Chillig, keinen Ärger. Ja, Julian, das rate ich dir heute auch, weil heute kriegt ihr einen neuen Lehrer. Mr. Handsome, ihr werdet heute eure erste Englischstunde haben. So eine Schnupperstunde für die nächsten Jahre. Wisst ihr? Oh, Onkel Harry, das wird richtig cool. Oh Mann, ich freue mich. Julian, ich warne dich. Nicht Onkel Harry, das ist Mr. Handsome, hä? Okay, Harry, ich hab's angekündigt, aber ich würde dir eine Sache empfehlen. Also normalerweise hast du ja einen relativ lockeren Stil bei dir, aber das würde ich bei der Klasse nicht machen, besonders bei Julian, du kennst ihn. Max, ja, vielen Dank, ich versuche dran zu denken, aber ich bin halt ein lockerer Lehrer. Was soll ich machen? Naja, also ich glaube, heute solltest du da vielleicht mal eine Ausnahme machen. Ist ja nur eine Schnupperstunde. Vielleicht hat der Max ja recht. Also, ich weiß, Julian kann einem ziemlich auf die Nerven gehen, das erzählt mir ja Martin immer wieder. Gut, okay, okay. Dann nehme ich heute eine andere Rolle ein. Der strenge Lehrer. So, Ruhe jetzt, Ruhe jetzt. Also jetzt mal gut hier. Quiet, please, quiet, please. Hey, Kids, hey, Kids. Good morning. Oh, oh, what is this, Julian? What is this? Huh? Huh? Julian, willst du mir hier etwa meine Kreide klauen oder was? Ist das hier irgendwie jetzt, nur weil ich neu in der Klasse bin, willst du mich etwa bloßstellen, huh? Ich bin der Lehrer, kein anderer Schüler. Onkel Harry, also erstmal herzlich willkommen. Ich weiß nicht, das hat Herr Schlich da eben, glaube ich, hingelegt. Ich wollte keine Kreide klauen. Warum bist du denn auf einmal so fies? Julian, das ist Mr. Handsome und nicht Onkel Harry. Das solltest du vielleicht wissen. Ja, da hat sie recht, Julian. Wir sind jetzt hier in der Schule. Nicht bei euch zu Hause oder bei mir zu Hause. Hä? Das kannst du jetzt mal schnell vergessen. Ich habe schon gehört, was du hier mit den Lehrern machst. Was? Was mache ich denn? Ja, hier und da ärgere ich mal vielleicht den einen oder anderen. Aber ich bin doch nur ein Schüler. Julian, ich warne dich. Nicht mit mir, nicht mit mir. Der Herr Chillig und Frau Chillig, die haben mich beide schon gewarnt vor dir. Ich weiß ganz genau, wie das hier in der Klasse abgeht. Du spielst hier den Klassenclown und der Lehrer, der ist dann arm dran. Was? Sarah, das stimmt doch nicht, oder? Bitte. Oh, Julian, du weißt ganz genau, dass er recht hat. Ja, ist okay. Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Ich freue mich einfach auf die Englischstunde. Okay, Kids. I am Mr. Handsome. My name is Mr. Handsome. Do you understand this? Yes, I like turtles. Oh, ein nächster Klassenclown, hä? Hä? Du jetzt auch, oder wie? Nein, also ich weiß ja nicht, I like Twink, vielleicht das? Also Onkel Harry, ich meine Mr. Handsome, also das hat er irgendwie aus dem Video, also das ist immer so ganz witzig, da sagt so ein Junge, I like Turtles und das ist ganz witzig. Sehe ich so aus, als wäre ich witzig? Ha? Oh Mann, was hat er denn heute gegen mich? Normalerweise ist Onkel Harry aber nicht so drauf, aber heute irgendwie schon. Ziemlich komisch. Ach Julian, wenn du mit mir spielen möchtest, dann spielen wir. So Julian, first question. What's your name, hä? In English, please. Huh? Hast du das verstanden, Julian? Hast du das verstanden oder kannst du das nicht? Wahrscheinlich nicht. Oh, my name is Julian Vogel. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Also, das weiß wirklich jedes Kind. Ich meine, ich spiele Minecraft und Roblox und da kommen halt schon mal so englische Begriffe und jeder fragt immer, what's your name? Da habe ich das gegoogelt. Das kann doch nicht sein. Jetzt werde ich hier von einem Erstklässler auseinandergenommen. Okay, nächste Frage. This is pretty difficult. How old are you, Julian? Oh. I'm 7 years old. Jetzt erzähl schon, wo hast du das englische Wörterbuch oder arbeitest du hier mit dem Google-Übersetzer? Schummelst du etwa? Nein, also Mr. Handsome, also ich schummel nicht, das weiß ich halt. Von Roblox, da, wenn man mit anderen chatten tut und so. Eieiei, ich weiß echt nicht, was ich mit dir noch machen soll. Hey, Mr. Handsome, I am here now. Hey, was willst du denn hier, Mario? Du darfst hier nicht in die Klasse. Du bist doch schon in der 4. oder nicht? Du hast hier bei uns in der Klasse nichts zu suchen. Das sage ich als Klassensprecher. Julian, be quiet. Das ist schon richtig. Alles in Ordnung. Mario ist mein bester Schüler. Das ist der beste englisch sprechende Schüler hier bei uns an der Schule. Und er soll euch hier ein bisschen was zeigen heute. Oh, Onkel Harry, ich mein... Oh Mann, ich mein Mr. Handsome. Also, was habe ich Ihnen denn angetan? Warum sind Sie heute so viel zu mir? Julian, jetzt kannst du mal lernen, wie man richtig Englisch sprechen kann. Also du kannst es wahrscheinlich nicht. Ich werde jetzt hier Lehrer sein für ein paar Minuten. Oh nein, der Bruder von mir soll hier Lehrer spielen? Das wird bestimmt die schlimmste Stunde jemals. Aber Mr. Handsome, Sie können uns doch nicht mit dem Typen alleine lassen. Okay, be quiet now. I am Mario, I'm the best, you know? Oh, das kann ich mir echt nicht antun. Ich verstehe echt nicht, was mit Mr. Handsome los ist. Der ist heute echt komisch. Ich muss mich mal bei Ihnen entschuldigen oder nachfragen, was da los ist. Ich bin jetzt weg, als ob ich bei dir in der Klasse bleibe. Du bist doch kein Lehrer. Oh, Julia, I'm gonna tell this Mr. Handsome, you know?
Ja, ja, I know, I know, I know. Mr. Handsome, ich wollte mich entschuldigen. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber heute sind sie irgendwie komisch. Julia, was machst du denn außerhalb des Klassenraums? Du darfst hier nicht sein. Also, Julian. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Also, es tut mir leid, aber ich wollte mich nur entschuldigen. Julian, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Bitte geh jetzt. Also, das ist hier privat, verstehst du? Eine Privatunterhaltung. Jetzt geh bitte. Ach so, okay, da steht noch jemand. Habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Also, irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Irgendwo erkenne ich die Klamotten, oder? Naja, habe ich vielleicht schon mal hier und da gesehen. Oder, nein. Nein, das sind doch die Klamotten von... Was ist das? Mama? Mama? Das ist doch... Die hat genau die gleiche Haarfarbe, aber das sind andere Haare. Mama, was machst du denn hier? Julian, jetzt bin ich da. Julian, ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass eben... Ich weiß nicht, was mit mir los war. Du weißt, dass ich normalerweise nicht so bin und ich werde auch nicht so sein. Der strenge Lehrer, das steht mir einfach nicht. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich alles. Ich verstehe alles. Er war so streng zu mir, weil er... Was war das? Warum hat er Mama umarmt? Und das verstehe ich nicht. Und jetzt ist er so nett zu mir und... Oh nein, oh nein, oh nein! Julian, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, alles in Ordnung, aber mir geht's irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich muss nach Hause, ganz, ganz schnell. Und Papa alles erzählt. Papa! Papa, wir müssen ganz dringend reden! Ja, Schatz, du hörst es. Ja, er ist gerade nach Hause gekommen. Ja, warte sofort, ich gebe ihn dir. Papa, wer ist das? Ist das etwa diese Mama? Von der möchte ich gar nichts mehr wissen. Julian, was ist denn mit dir los? Und außerdem, warum bist du so früh schon zu Hause? Normalerweise hast du doch heute 6 Stunden. Papa, ist Mama da dran? Ich würde mal gerne kurz mit ihr reden. Irgendwie finde ich meine anderen Schuhe nicht. Vielleicht hat Mama die weggestellt oder so? Nein, Hannah, jetzt nicht. Ich muss mit ihr reden. Gib mir das Telefon her. Sofort. Mama, ja, hier ist dein Sohn. Noch Sohn. Ja, was sollte das eben? Also, das ist ja unfassbar. Und dann noch mit Mr. Hansen. Wie konntest du nur? Du bist mit Papa zusammen. Ja, ich habe dich eben gesehen. Bei uns in der Schule. Du auf dem Bauernhof? Niemals. Ach, Julian, was erzählst du denn da? Gib mir sofort das Telefon. Nein, 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 ich habe jetzt aufgelegt und wir reden nie wieder mit Mama. Habt ihr das verstanden? Ich habe was mit euch zu besprechen. Ich habe was ganz Furchtbares gesehen. Julian, kannst du mir jetzt mal erzählen, was los ist? Warum bist du schon wieder so aufgedreht? Und was war das mit Mama eben? Ich habe dir was zu erzählen, Papa. Es ist echt keine schöne Neuigkeit, aber... In der Schule, wir hatten heute Mr. Handsome und der war ziemlich fies zu mir. Und ich wusste auch erst nicht, wieso. Und dann habe ich ihn im Flur gesehen und er hat Mama umarmt. Also, da war eine Frau, die hatte die gleiche Haarfarbe wie Mama und die gleichen Klamotten. Und das war Mama und ich glaube, deswegen war er so fies zu mir. Oh, Julian, du glaubst jetzt ehrlich, Mama ist mit Mr. Handsome zusammen und die war heute deiner Schule? Ja. Was erzählst du da? Sie hatte ihre Klamotten an, hallo. Wie soll das denn sonst gehen? Ich habe in Playmobil City bisher noch niemanden gesehen mit diesen Klamotten, außer Mama. Und die hat sich sofort auch weggedreht und Mr. Hansen war auf einmal super nett zu mir, nachdem ich ihn erwischt habe. Ach, Julian. Warte. Er muss es ja irgendwie lernen. Weißt du was, wir machen bei dem Spielchen mit. Also, Julian, wie konnte deine Mutter nur? Gut, dass du sie gesehen hast. Also, ich bin erschüttert, wirklich erschüttert. Ja, ne, und dann noch mit deinem besten Freund. Das ist Harry, Onkel Harry. Wie konnte er nur? Er ist doch auch verheiratet. Ah, verstehe schon, Papa. Gute Idee. Also ab sofort ist Mama nicht mehr meine Mama. Ich bin total sauer. Ich werde die beiden zur Rede stellen. Ich werde direkt Harry anrufen und auch deine Mutter. Sie sollen direkt in mein Haus kommen. Das gibt Ärger, sage ich. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen, aber wie geht das nur? Wie konnten wir nur? Oh Gott, unsere Familie. Ach, Julian, stell dich schon mal drauf ein. Familie Vogel wird es demnächst nicht mehr so geben, wie wir jetzt sind. Da wird sich einiges verändern. Ja, ich weiß. Ich sollte mich von meinem Zimmer verabschieden. Oh, mein liebes Zimmer. Oh, mein Schreibtisch, den ich eigentlich nie für Hausaufgaben benutze, sondern nur zum Zocken. Oh, mein liebes Bett, wo ich immer verschlafe. Ich werde dich am meisten vermissen. Oh, du schöne Matratze. Oh, ich sollte noch mal einen Mittagsschlaf halten, zum letzten Mal. Julian, steh auf! Ach, ich war gerade eingeschlafen. Ist der Albtraum vorbei? Noch nicht ganz, mein Junge. Noch nicht ganz. Also, der Onkel Harry und deine Mutter, die sind jetzt da. Und die werden wir jetzt zur Rede stellen. Aber da musst du natürlich jetzt mitkommen als Zeuge. Ja, ich weiß. Ich muss da jetzt durch. Aber es geht ja nicht anders. Oh Mann, Papa. Ich finde es zwar witzig, wenn wir Julian eine Lektion erteilen, aber ist das nicht ein bisschen hart? Ja, das ist es. Aber anders wird er es nicht lernen. Zum wievielen Mal kommt er zu uns und hat irgendjemanden mit irgendjemanden gesehen? Hä? Wie oft noch? Da sind die. Da sind die Troublemaker. Wie konntet ihr nur... Julian, beruhig dich mal, sei doch nicht zu hart. Nein, 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 so nicht. Ihr habt deine Familie kaputt gemacht. Du bist der schlimmste Lehrer überhaupt, die schlimmste Person. Wie konntest du nur? Julian, es tut mir leid, du solltest mich nicht da mit deiner Mutter sehen. Also, verstehst du? Ja, ich weiß jetzt ganz genau, dass ich dich nicht sehen sollte, aber du hast unsere ganze Familie kaputt gemacht. Und jetzt kommen wir zu dir. Mama oder noch Mama oder soll ich dich etwa Claudia nennen, ha? Claudia? Also, nein, ich bin nicht deine Mutter. Julian, was? Du wurdest reingelegt. Wie bitte? Du bist doch gar nicht meine Mama, aber du hast die gleichen Klamotten an, aber du bist nicht meine Mama. Du bist doch, ach so, du bist die Frau von,
Onkel Harry, aber natürlich, ich erkenne es an der Frisur. Wo ist denn dein Kleid? Ach, Julian, tut mir leid, aber das musste jetzt sein. Verstehst du, was los ist? Noch nicht ganz. Also, ist das jetzt unsere neue Mama, weil sie die Klamotten anhat? Ich verstehe das nicht. Ist also Onkel Harry jetzt auch mein Papa? Ach, Julian, du fantasierst mal wieder. Ja, ich war heute in der Schule. Bei Mr. Handsome, also bei Harry. Und ja, ich habe auch die gleichen Klamotten wie deine Mutter. Die sind einfach nur mal ziemlich cool, die Klamotten. Ich hatte sie gefragt, wo sie die gekauft hat. Julian, verstehst du? Also, das ist der Plan von deinem Vater gewesen. Wir sollten da mitspielen. Deine Mutter war bei uns nicht in der Schule und das mit dem strengen Lehrer, das hatte nichts damit zu tun. Ich wollte halt einfach mal kurz streng sein. Das heißt, ihr habt mich veräppelt? Oh Mann! Ja, Julian, weil du sonst einfach nicht lernst. Ja, das ist schon ziemlich oft bei uns hier passiert, Julian. Mal siehst du den und dann die und dann denkst du direkt, da stimmt irgendwas nicht. Julian, so geht das nicht. Deswegen mussten wir dir halt eine Lektion erteilen. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich war noch nie so froh, veräppelt zu werden. Ehrlich, wirklich. Aber ich sag trotzdem, ein neues Zimmer wäre trotzdem nicht schlecht gewesen. Oh, typisch, Julian. Ich gehe nach oben. Bis bald.